Wir werden wahrscheinlich in 3, 4 Generationen bestimmte Rohstoffe sowieso nicht mehr haben. Aber wir können heute nur entscheiden, ob es noch für 3, 4 Generationen reicht oder ob die nächste schon in diesen Knappheitsproblemen gefangen ist. Ich orte immer wieder ein natürlich beabsichtigtes Ungleichgewicht zwischen dem Wissen der Hersteller über ihre Produkte und der Information, die weitergegeben wird an die Endnutzer. Nicht einmal die, die dazwischen stehen, der Elektrohandel, kann Ihnen heute einschlägige Antworten geben zur vermuteten Nutzungsdauer von neuen Produkten, weil sie es selber nicht wissen. Aber es stehen ja dahinter technische Designer, die eigentlich heute entgegen der alten Ingenieursehre, wo sie immer was besonders Gutes machen wollten, ihren Ehrgeiz darin sehen inzwischen, dass die Produkte punktgenau dann den Geist aufgeben, wenn es die Marketingabteilung angeschafft hat. Also es ist schon ein bisschen bedenklich, diese Entwicklung, ist aber, wie ich immer wieder sage, nicht unbedingt jetzt die Schuld der Hersteller, nicht unbedingt die Schuld des Elektrohandels. Wir haben einen Systemfehler. Also ohne Systemänderung geht es nicht. Das wissen wir inzwischen. Die Systemänderung, die jetzt auf der Agenda der EU-Legislative steht, heißt Kreislaufwirtschaft und wird dazu führen, dass wir bei immer knapper werdenden Rohstoffen endlich einmal drauf kommen müssen, wie wir wirtschaften, um mit diesen Rohstoffen wenigstens länger auszukommen. Was ich als Erfolg feiern kann, ist genau das, wovon ich schon gesprochen habe. Dass wir es schlussendlich geschafft haben, dass die EU-Institutionen hinter diesem systemischen Wandel von der linearen zur Kreislaufwirtschaft stehen. Und ist es mehr als Lippenbekenntnis? Das ist mehr als ein Und mehr Lippenbekenntnis, als eine Sonntagsrede? mehr als eine Sonntagsrede. Ich arbeite ja da mit in diesem Normungsausschuss, der im Auftrag der Kommission Standards entwickeln soll. Hassen tut das ganze Materialeffizienzaspekte für Ökodesign. Gemeint ist damit, mit wie viel weniger Rohstoffen komme ich aus, um mindestens den gleichen Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten zu stiften. Ziemlich festgelegt im Circular Economy Action Plan. Da stehen dann die ganzen Maßnahmen, die die EU plant und durchführt, mit einem Beginn und einem Enddatum. Dann rechne ich damit, dass das Ganze Gesetzeskraft erlangen wird im Jahr 2025. Und 2025 darf dann kein Produkt mehr verkauft werden. Dass diesen Standards nicht entspricht. Also sprich, das Wegwerfprodukt. Wird es nicht mehr geben. Macht ja auch keinen Sinn, auch wenn jetzt die Ordnungspolitik gar nichts tut. Die Rohstoffpreise werden irgendwann einmal anziehen. Dass sie es jetzt nicht schon längst getan haben, ist wie gesagt Marktversagen. Aber irgendwann einmal werden die Preise für die immer knapper werdenden Metalle und Mineralien steigen. Und dann kostet ja eine Wegwerfwaschmaschine genau dasselbe wie eine gute Miele, die 20 Jahre alt. Also wer wird die dann noch kaufen? Das Problem regelt sich ohnehin von selbst, aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit, steuernd einzugreifen und Chaos zu vermeiden.